Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmer am philosophisch-theologischen Kompaktkurs 3, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen ein Thema diskutieren können, das von großer menschlicher Bedeutung ist. Ich bin Georg Simbrunner, ein Universitätsprofessor für Kinderheilkunde und Neonatologie, und ich habe im Anschluss an meinen Beruf auch Theologie studiert. Und darf Ihnen nun zu dem Thema das Sichererkennen in der geschlechtlichen Hingabe: Der Mensch gewinnt in der intimen physischen Vereinigung ein Selbstverständnis, das er auf keine andere Weise gewinnen kann. Diese Erkenntnis ist nicht theoretisch, sondern existenziell. Ich werde in 7 Kapiteln Folgendes behandeln. Zuerst einmal die sprachliche Erklärung zur Bedeutung von Erkennen. Zweitens dann über den Eros, der Ausgangspunkt und Ursprung und Ziel von Höherem und dem Schönen und Guten ist, sprechen. Drittens über die ursprünglichen Menschen, die Kugelmenschen. Viertens über die Analogie zwischen Menschen und Gottesliebe. Fünftens dann über die Gottespoesie, über die Mystik und Erotik, wie wir sie im Mittelalter bei Mechthild von Magdeburg vorfinden. Sechstens werde ich dann über das Einswerden in der zwischenmenschlichen Beziehung und in der Eucharistie sprechen. Als 7. Kapitel werde ich über die sexuelle Einstellung über die Einstellung zur Sexualität von Paulus und Augustinus berichten und schließlich abschließen mit der Enzyklika von Papst Franziskus, in der er auch die erotische Dimension der Liebe beschreibt. Beginnen wir mit der sprachlichen Erklärung zur Bedeutung von Erkennen. Erkenntnis von Gott besitzen. Dabei kommt es darauf an, was man damit meint. Man kann Gott nicht besitzen wie eine Sache. Man kann auch einen Menschen nicht besitzen, wenn man zum Beispiel denkt, das Possessivnomen mein hat sehr viele verschiedene Bedeutungen. Es hängt davon ab, ob ich sage, meine Handtasche, mein Hund, meine Mutter, mein Ehemann oder mein Gott. Mein bedeutet nicht nur haben, bei Dingen bedeutet es, dass es mir gehört, dass ich rechtlich darum streiten kann. Beim Hund ist das schon wieder etwas anders, weil beim Hund habe ich auch Verantwortung zum Beispiel. Und bei einer Relation zu einer Person bedeutet mein auch immer bei. Wenn jemand sagt, mein Gott, dann heißt das, dass Gott nicht ihm gehört, sondern dass er Gott gehört. Man muss es einmal umdrehen und sehen, dass mein nicht nur bedeutet haben und das Besitzen im Bereich von Personen auch heißt, im Besitz genommen werden. Und da kann man sogar mit dem heiligen Bonaventura sagen, niemand besitzt Gott, außer er lässt sich von Gott besitzen, in Besitz nehmen. Mit diesen Gedanken können wir nun auch weiterfahren und sagen, Begriffe sind eben manchmal sehr oberflächlich. Das Gleiche gilt eben auch für so was, wie ich erkenne etwas. Erkennen von etwas ist etwas anderes als das Erkennen einer Person oder Vertrautsein mit einer Person. Das ist nichts Totes oder Abgeschlossenes. Da ist jetzt die Schublade, die ist etikettiert mit den und den Eigenschaften. Nein, sondern eine Person ist selbst, weil sie geistig ist, auch tief. Die Dimensionen sind nicht flach. Man kann sie nicht in ein zweidimensionales Koordinatensystem bringen. Deshalb bedeutet Kennen von einer Person vor allem Beziehung und eine Beziehung wollen.
So nach den Texten von Marianne Schlosser. Der einzelhafte Mensch kann seine Erfüllung nur finden, in der ihm durch den ihm zubestimmten anderen. Nur dank der Frau ist der Mann ganz er selbst und umgekehrt. Geschlechtlichkeit bedeutet also Angewiesenheit auf die Kommunikation mit dem Du. In Genesis 4,1 heißt es, Adam erkannte sein Weib Eva. In der geschlechtlichen Hingabe geben Mann und Frau sich zu erkennen. Sie gewähren sich eine Erfahrung ihrer Leiblichkeit und ihrer besonderen Art zu empfinden und ihre Empfindungen auszudrücken. Darin kommen beide zur unmittelbaren Bewusstsein ihrer gegenseitigen Abhängigkeit. Beide enthüllen in der geschlechtlichen Hingabe auch den personalen Intimbereich. Diese Erkenntnis ist für unsere menschliche Erfüllung von zentraler Bedeutung. Wir sprechen jetzt über den Eros, der ja als Ausgangspunkt, als Ursprung und Ziel von Höherem und dem Schönen und Guten gesehen wird, wie das Plato eben in seinen Werken beschreibt. Philosophisch ist Eros nicht sinnliche Liebe. Erotische Beziehungen bilden nur den Ausgangspunkt für eine andere Art von Liebe. Sinnliche Liebe muss überwunden werden, eben in jenes Höhere hinein. Für den Aufschwung nämlich, der im Wesen des Philosophierens liegt. Das wahre Wesen des Eros, Sehnsucht nach dem Schönen oder noch genauer, das Verlangen im Schönen zu zeugen, sei das eigentliche, ewige und unsterbliche im Menschen. Dieser Wille zur Unsterblichkeit aber verwirklicht sich in den Stufen des Aufschwungs vom vergänglichen Schönen zum ewigen Urbild des Schönen. In rechter Weise auf die Dinge der Liebe zugehen heißt, in jenem einzelnen Schönen ausgehend, von einem schönen Leib zu zweien, von zweien zu allem, von den schönen Leibern zu den schönen Lebenshaltungen, von den Lebenshaltungen zu den schönen Erkenntnissen, von den Erkenntnissen schließlich zu jener Erkenntnis, die sich auf nichts anderes bezieht, als auf jenes Schöne selber. Eros ist jenes übergeschlechtlich erfahrene kosmische Urphänomen, das alles Sein zum Werden bewegt, ermöglicht das Schöne, Belebende und Ursprüngliche in menschlicher Haltung, Kunst, Alltag und Polis und erlaubt auch jenes größere Opfer, die Hingabe des Selbst für den anderen, den Tod aus oder in Liebe. Eros als Seinsgrund, als Inbegriff des Schönen und Guten, als Arche, als Ursprung und als Telos, Ziel von allem, so Plato in seinem Symposion. Platon beschreibt in einem Dialog, lässt er den berühmten Dichter, Komödiendichter Aristophanes über Kugelmenschen sprechen. Die ursprünglichen Menschen seien kugelförmig gewesen. Sie hätten 4 Hände und Füße und 2 Gesichter in entgegengesetzter Richtung gehabt, je 2 Ohren, einen Kopf auf einem kreisrunden Hals. Sie konnten sich schnell fortbewegen, nicht nur aufrecht, sondern wie ein Turner auch ein Rad schlägt. Und sie waren mächtig und gewaltig. Sie hatten 3 Geschlechter. Es gab sie in 3 Geschlechtern, in rein männlicher, in rein weiblicher und drittens in zweigeschlechtlicher Form, eben eine männliche und eine weibliche Hälfte.
Sie waren mächtig und wollten den Götter zurücken, in den Himmel stürmen. Und so hat der Legende nach Zeus den zweigeschlechtlichen Kugelmenschen in eine männliche und eine weibliche Hälfte getrennt. Er hat dann die Gesichter nach vorne gebracht und auch die Genitale, die vorher am Rücken waren, nach vorne. Und ermöglichte er ihnen so, durch die sexuelle Begegnung ihr Einheitsbedürfnis vorübergehend zu befriedigen und so die Sehnsucht zeitweilig zu stillen. Sie leiden aber weiterhin an ihrer Unvollständigkeit. Jeder sucht die verlorene andere Hälfte. Die Sehnsucht nach der verlorenen Ganzheit zeigt sich in Gestalt des erotischen Begehrens, das auf Vereinigung abzielt. Getrennte Hälften also, die sich zu vereinigen suchen, weisen jetzt eine heterosexuelle oder homosexuelle Veranlagung auf. Und ich möchte Ihnen jetzt einige Gedanken zur Vereinigung vortragen, wie sie Robert Spemann in seinem Buch Psalmen beschreibt. Hochzeit ist das Fest schlechthin, weil es Vereinigung ist. Vereinigung aber ist das Geheimnis des Lebens. Nur in der immer neuen Vereinigung von Leben und Leben erneuert sich das Leben, entspringt neues Leben. Vereinigung ist Einheit dessen, was nicht schon von sich her einfach hin eines ist. Vereinigung ist ein Ereignis, ein Geschehen, sie ist Ekstase zweier voneinander unterschiedener Seligkeit der Liebe, ist ein Fest. Hochzeit hat ihr Urbild in Gott selbst, der ja gerade nicht unterschiedslose, in sich ruhende Einheit ist, sondern Ereignis, ewiges Fest des Auseinanderhervorgehens und der liebenden Vereinigung des Nicht-Identischen, eben Hochzeit. Daher ist auch die christliche Mystik im Unterschied zur buddhistischen nicht Erlöschung der Person, Auflösung im Meer des unverdenklichen Einen, sondern Ekstase, liebende Vereinigung, geistliche Hochzeit. Liebende Vereinigung schafft zwischen den beiden Menschen eine intime persönliche Nähe, die auch bestehen bleibt, wenn sie wieder Einzelne sind. Die mystische Erfahrung ist nichts anderes als die intensivste Realisierung des Wesens der Schöpfung, sozusagen Rückgang in den Schöpfungsakt. Und diese ist wiederum von der Art der Hochzeit. Die Welt ist nur, weil Gott in ein anderes seiner selbst überfließend sich mitteilen will, indem er dieses andere mit sich vereinigt, um ihm nach Maßgabe seines Fassungsvermögens das Göttliche mitzuteilen, eben Licht, Leben und Geist. Ich komme nun zu den Analogien zwischen Menschenliebe und Gottesliebe. Mein Grundgedanke ist, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der den Menschen als Mann und Frau erschuf, die Geschlechtlichkeit, die Beziehung der Geschlechter und die damit verbundene Lust auch als ein Paradigma für den Eifer der Gottessuche und Gottesliebe gewollt und geschaffen hat. Das sexuelle Verlangen hat seine Parallele in dem Verlangen nach Gott. Das eine Verlangen soll an das andere Verlangen gekoppelt bleiben. Lebt jemand nur das sexuelle Verlangen, bleibt es ein rein biologisches Phänomen. Lebt jemand nur das Verlangen nach Göttlichkeit,
Ohne Verwirklichung bleibt es ein theoretisches Phänomen. Im Paradies waren die Menschen nackt. Oder zumindest kann man sagen, sie haben die Nacktheit nicht als Scham empfunden. Erst als sie die Gottesferne erlebten und Gottes Gesetz nicht beachtet haben, fühlten sie sich nackt, schamig, wie wir sagen. Wenn wir Gott wiedergefunden haben, uns mit ihm versöhnt haben, in einer Gott-Vater-Mutter-Kind-Beziehung leben, kann und ist der unbekleidete, unverhüllte, nackte Körper wieder frei von Scham und schlechtem Gewissen. In seiner Schönheit zu bewundern, er ist da, um sich daran zu erfreuen. Die schönen Körper sind Spuren des verlorenen Paradieses. Der Mensch soll Gott in allen Dingen vor Augen haben und auf solche allzeit mit Gott verbunden sein. In allen geschlechtlichen Freuden soll Gott immer mit dabei sein. Er mag nicht ausgeschlossen sein. Die Welt ist nicht göttlich, aber sie trägt die Spuren des verlorenen Paradieses in sich. Sie ist Abglanz, schwaches Bild des ewigen Schöpfers. Vor allem, sie lässt etwas ahnen von einer Zukunft, in der sie ganz Gott gehört, in der sie göttlich wird. So schreibt Heinrich Seisser in seiner Mystik für Christen. Wir kommen nun zum 5. Kapitel und sprechen über die Gottespoesie, über eine Mystik und Erotik. Mechthild von Magdeburg, die Mystikerin, schreibt religiöse Literatur, die auf Askese und Keuschheit setzt, aber sie spricht eine Sprache, die vor Erotik sprüht. So heißt es über die Liebe Gottes zur Seele. Gott umarmt die Seele im edlen Wohlgefallen seiner Liebe. Er grüßt sie mit seinen zärtlichen Augen, wenn sich die Liebenden wahrhaft schauen. Er durchküsst sie mit seinem göttlichen Munde. Wohl dir, ja mehr als wohl, ob der überherrlichen Stunde. Er liebt sie mit aller Macht auf dem Lager der Minne. So kommt sie in die höchste Wonne und in das innigste Weh wird sie seiner recht inne. Zitiert aus dem fließenden Licht der Gottheit von Mechthild von Magdeburg. Gott küsst und er küsst die Seele nicht einfach, sondern er durchküsst sie. Ein Kuss, der durch und durch geht, der alle Fasern des Körpers und der Seele durchdringt. Sie schreibt auch, ich kann nicht tanzen, Herr, es sei denn, du fürchtest mich. Dann aber tanze ich in die Liebe und aus der Liebe in die Erkenntnis und aus der Erkenntnis in den Genuss. Aus dem Genuss tanze ich über alle menschlichen Sinne hinaus. Dort will ich bleiben, obwohl ich doch hier mich weiter mühen muss. Sie erkennen in diesem Text auch wieder die Gedanken von Platon, das Hinausführen über das Sinnliche in das Übersinnliche. Sie schreibt auch, die Seele preist Gott fünffach. O, du gießender Gott in deiner Gabe, du fließender Gott in deiner Liebe, du brennender Gott in deinem Begehren, du schmelzender Gott in der Vereinigung mit deiner Liebsten, du an meinen Brüsten ruhender Gott, ohne dich kann ich nicht sein. Ich halte das für wunderbare Texte und Aussagen. Dies ist eine Erfahrung, die der Religion und der Erotik gemeinsam ist. Erotik entspringt dem Verlangen, die eigene Lebendigkeit zu spüren und alle Grenzen zu überschreiten,
die daran hindern. Erotik will die pure Gegenwärtigkeit in höchstmöglicher Intensität, ohne sich um mögliche Folgen zu scheren. Hemmungslos überschreitet sie das Gebot der Ökonomie, mit den eigenen Kräften zu haushalten. Erotik ist wesentlich Ekstase, heraustreten aus sich selbst. Auch Transzendenz, ein Kennwort der Religion, heißt Überschreitung, aus sich heraustreten und hinüberschreiten. So ist es ein klassisches Merkmal der Erotik, den weiblichen Körper in seiner Schönheit nur langsam zu enthüllen. Wo immer auch die Enthüllung ihren Anfang nimmt, sie ist nur dann erotisch und erotisierend, wenn sie langsam Zug um Zug erfolgt. Das gilt für eine Bilderfolge als auch für den eigentlichen Liebesakt. Die Suche nach Gott ist ebenso ein langsamer Vorgang. Zuerst entdeckt man, dass hinter dem Vorhang dieser Welt noch etwas ist, etwas Geheimnisvolles. Das Gottesverhältnis des Gläubigen ist zuerst und vor allem Suche nach Gott. Und der Psalm 63 bringt diese leidenschaftliche Suche zum Ausdruck. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir. Ich denke an dich auf nächtlichem Lager und sinne über dich nach, wenn ich wache. Rabia al-Adawiya, eine legendäre islamische Mystikerin um das 8. Jahrhundert nach Christus und Heilige, ihre bekannteste Lehre ist die mystische Liebe und Freundschaft zu Gott. Sie sagt, jeder wahre Liebende sucht die Innigkeit mit seinem Geliebten, so auch der wahre Gläubige mit Gott. Dabei unterscheidet sie zwischen einer egoistischen und kurzzeitigen Liebe zu Gott, nur um dessen Gunst zu erhalten, und einer ihm würdigen, dauerhaften Liebe, nämlich die Liebe zur Schönheit Gottes. Wie alle Sufis suchte sie letztlich die Einheit mit dem Göttlichen. Liebe gilt allein Gott, nicht seinen Propheten, und keinen anderen religiösen Symbolen. Gott soll aufgrund seiner selbst, nicht aufgrund der Furcht vor der Hölle oder dem Verlangen nach dem Paradies geliebt werden. Er soll nur um seiner selbst willen geliebt werden. Ich komme nun zum 6. Kapitel vom Einswerden in der zwischenmenschlichen Beziehung und in der Eucharistie. Weitere Gedanken zur Sehnsucht nach Nähe und Berührung mit Gott im eucharistischen Brot. Ich versuche, Parallelen der intimen menschlichen Liebe und der Vereinigung mit Gott im eucharistischen Brot aufzuzeigen. Wenn ein Mann eine Frau liebt und sie begehrt, dann möchte er sie umarmen, an sich drücken, berühren und spüren. Für das Erste auch die mit Kleid bedeckten Körperteile berühren. Diese Berührung mit der stofflichen Verhüllung wird aber die Begierde nach der unverhüllten Berührung wecken. So ist es auch, wenn wir Jesus Christus in der Gestalt der Umhüllung des Brotes empfangen. Es weckt den Wunsch, Gott auch unverhüllt zu empfangen, besser von ihm empfangen zu werden, ihn unverhüllt zu sehen, wenn wir zu ihm gerufen werden.
Bei der geschlechtlichen Vereinigung verbindet sich ein Teil des Körpers mit dem des anderen. Ein Teil, aber nicht der ganze Körper ist im anderen Körper. Und doch sind sie dadurch eins geworden. Ein Fleisch, wie das Neue Testament das nennt. Die Liebe schließt die Liebenden enger zusammen, ohne sie zu verschmelzen oder aufzulösen. Nur die Liebe vermag durch Vereinigung die Wesen als solche zu vollenden. So, Taya de Chardin. Und wenn sich die Liebenden nach der intimen Vereinigung wieder trennen, sind sie sich dennoch einander näher als vor ihr, also vor der Vereinigung. Wichtiger Gedanke. Auch der Liebesakt, in dem Frau und Mann beide zu einem Fleisch werden, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein einziges Fleisch, besser ein Leib, und einander erkennen, auch dieser Liebesakt ist Hingabe und hat seine Parallelen zum göttlichen Liebesakt, sich uns fassbar, spürbar, schmeckbar in Gestalt des eucharistischen Brotes hinzugeben, als Nahrung für die Seele, denn Brot ist nur Nahrung, wenn es aufgenommen und im Menschen aufgeht. Jesus Christus, der menschgewordene Gott, hat selbst gesagt, dass er Brot sein möchte, das wir aufnehmen sollen. Der Herr kann uns sein Wort auch zur Wirklichkeit werden, zur echten Gegenwart Christi im Brot werden. Gott in Jesus Christus in Gestalt des geheiligten Brotes. Heiligen heißt, dass Gott sich alles zu eigen macht. Das ist das Wort heilig in seiner Bedeutung. Wenn er sich das Brot zu eigen macht, dann ist es Teil Gottes. Und der Teil ist eben dann Gott, das Göttliche, das vom Gläubigen aufgenommen wird. Der Priester segnet das Brot, ruft den Geist Gottes auf dieses Brot herab, dass diese Materie, Nahrung, Brot, von Gottes Geist durchtränkt wird, von Gottes Geist durchtränkt ist und zum eucharistischen Brot wird. Beten und singen wir doch in der Messe, send uns den Geist hernieder, zu wandeln Brot und Wein, dass du der Erde wieder mögst Heil und Mittler sein. Brot ist Materie, die ihm durch die Segnung zu eigen gemacht wird, das seine Eigenschaft annimmt und somit ihn ausmacht. Es ist ein sehr gewagter Gedanke, aber nicht ganz von der Hand zu weisen, dass im Liebesakt auch das Körperliche, die Geschlechtsorgane, vom Geist der Liebe durchdrungen sein müssen, um ineinander eindringen und aufgenommen werden zu können. Ich komme nun zum 7. Kapitel und beschreibe die Sexualität, wie Paulus sie gesehen, erlebt und beschrieben hat. Paulus schreibt im Brief an die Römer, Kapitel 7, Vers 14, wir wissen nämlich, dass das Gesetz selbst vom Geist bestimmt ist. Ich aber bin fleischlich, das heißt verkauft unter der Sünde. Denn was ich bewirke, begreife ich nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist, aber ich bin nicht mehr ich es. Ich sehe eben ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt.
und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht. Diese Aussage des heiligen Apostels Paulus macht deutlich, dass die Leiblichkeit, das er Fleischliche nennt, eine Macht ausübt, die er durch seine Vernunft, der er durch seine Vernunft nicht Herr wird. Mit der Folge, dass wenn ich das tue, was ich nicht will, dann bin ich nicht mehr ich es, der es bewirkt, dass seine Identität, das Einssein von Geist und Körper nicht mehr gegeben ist. Er sieht eben ein anderes Gesetz in seinen Gliedern, eben das der Begierde und der Leidenschaft, das mit dem Gesetz seiner Vernunft im Streit liegt und ihn gefangen hält. Die sexuelle Begierde kann den Menschen so fest im Griff haben, dass er alle rationalen Sichtweisen über den Haufen wirft und sich und seine Menschen in Leid und Not stürzt. Da gibt es über genügende Beispiele dafür. Schon Augustinus hat die gewaltige Anziehung der Lust erkannt, die ihn nicht loslassen wollte, wie er in seinen Confessiones im 8. Buch, 7. Kapitel 16 schreibt. Und ich, elend schon als junger Mann und besonders elend in meinen ersten Jahren als junger Mann, ich hatte dich wohl schon um Keuschheit gebeten und dabei gesagt, gib mir Keuschheit und Enthaltsamkeit, aber bitte nicht sofort. Ich fürchtete, du könntest mich schnell erhören und mich schnell befreien von der Krankheit der Begierde, die ich lieber auskosten als auslöschen wollte. Dann irrte ich umher auf den schlimmen Wegen eines gotteslästerlichen Aberglaubens. So Augustinus in seinen Confessiones. Die Aussagen von Paulus und Augustinus haben bis heute ihre Wirkung und haben auch einen Platz in unserem philosophisch-anthropologischen Kurs. Sie werden einzeln besprochen werden. Diese Aussagen haben bis heute ihre Wirkung und haben auch zur Auffassung geführt, die der verstorbene Papst Benedikt XVI. So benennt und hinterfragt: Vergelt uns die Kirche mit ihren Geboten und Verboten nicht das Schönste im Leben? Stellt sie nicht gerade da Verbotstafeln auf, wo uns die vom Schöpfer zugedachte Freude ein Glück anbietet, das uns etwas vom Geschmack des Göttlichen spüren lässt? Zitiert aus Amoris Laetitia von Papst Franziskus. Doch Benedikt XVI. Antwortete, dass es zwar im Christentum auch Übertreibungen und fehlgeleitete Askese gegeben hat, die offizielle Lehre der Kirche aber treu zur Schrift nicht dem Eros als solchem eine Absage erteilt, sondern seiner zerstörerischen Einstellung den Kampf angesagt hat. Denn die falsche Vergöttlichung des Eros beraubt den Menschen seiner Würde, entmenschlicht ihn. Die Übertreibung, der Mangel an Kontrolle und die Versessenheit auf eine einzige Art von Genuss schwächen schließlich den Genuss selbst, schreibt schon Thomas von Aquin in seiner Summa Theologiae. Und in der Bibel heißt es, den Männern wird im 1. Thessalonikerbrief gesagt, das Verhältnis zu ihren Frauen müsse durch eine heilige Ehrfurcht gekennzeichnet sein und nicht durch gierige Leidenschaft, wie bei den Heiden, die Gott nicht kennen. Papst Franziskus hat in seinem Rundschreiben der Enzyklika die Freude der Liebe Amoris Laetitia wohl versucht,
das Bild, das man sich von der Lehre der Kirche gemacht hat bezüglich der Sexualität, wieder in ein rechtes Licht zu rücken. Und er schreibt, in Wirklichkeit kann man einen schönen Weg mit den Leidenschaften gehen. Das heißt, sich immer mehr auf Selbsthingabe und eine vollkommene Selbstverwirklichung hinausrichten, welche die zwischenmenschlichen Beziehungen im Schoß der Familie bereichert. Das bedeutet nicht, auf Augenblicke intensiven Genusses zu verzichten, sondern sie anzunehmen, gleichsam eingeflochten in andere Momente großherziger Hingabe, geduldigen Erwartens, unvermeidlicher Ermüdung und des Mühens um ein Ideal. Das Leben in der Familie beinhaltet all das und verdient, ganz gelebt zu werden. Einige geistige Strömungen, so Franziskus, bestehen darauf, das Begehren zu besiegen, um sich vom Schmerz zu befreien. Doch wir glauben, dass Gott das frohe Genießen des Menschen liebt, dass er alles erschuf, damit wir es genießen. Lassen wir die Freude ausbrechen angesichts seiner Zärtlichkeit, wenn er uns vorschlägt, mein Sohn, lass es dir gut gehen, versag dir nicht das Glück des heutigen Tages, wie das schon im Buch Sirach gesagt wird. Papst Franziskus schreibt in dem Kapitel die erotische Dimension der Liebe: Gott selbst hat die Geschlechtlichkeit erschaffen, die ein wunderbares Geschenk für seine Geschöpfe ist. Wenn man sie kultiviert und ihre Zügellosigkeit vermeidet, dann um zu vermeiden, dass es zu einer Verarmung eines echten Wertes kommt. Papst Johannes Paul II. Wies zurück, dass die Lehre der Kirche zu einer Leugnung des Wertes der menschlichen Geschlechtlichkeit führe und sie bloß dulde wegen der Notwendigkeit der Fortpflanzung. Das sexuelle Bedürfnis der Eheleute ist nicht Gegenstand einer Geringschätzung. Es geht keineswegs darum, diesen Trieb in Frage zu stellen. Die Sexualität ist nicht Mittel zur Befriedigung oder Vergnügung, denn es ist eine zwischenmenschliche Sprache, bei der der andere ernst genommen wird in seinem heiligen, unantastbaren Wert. Auf diese Weise wird das menschliche Herz sozusagen zum Teilhaber einer anderen Spontaneität. In diesem Zusammenhang erscheint die Erotik als spezifisch menschliche Äußerung der Geschlechtlichkeit. In ihr kann man die bräutliche Bedeutung des Leibes und die wahre Würde des Sich-Schenkens finden. Die geschlechtliche Körperlichkeit ist nicht nur Quelle der Fruchtbarkeit und Fortpflanzung, sondern sie besitzt die Fähigkeit, der Liebe Ausdruck zu verleihen, der Liebe Ausdruck zu geben, jener Liebe, in welche der Mensch als Person geschenkt wird. Wir dürfen also die erotische Dimension der Liebe keineswegs als ein geduldetes Übel oder als eine Last verstehen, die zum Wohl der Familie toleriert werden muss. Nein, sondern wir müssen sie als ein Geschenk Gottes betrachten, das die Begegnung der Eheleute verschönert, da sie eine Leidenschaft ist, die durch die Liebe, welche die Würde des anderen verehrt, überhöht ist, gelangt sie dahin, eine lautere, schiere Bejahung zu sein, die uns das Wunderbare zeigt, zu dem das menschliche Herz fähig ist und
Für einen Augenblick ist das Dasein wohlgeraten. So Papst Franziskus in seiner Enzyklika Freude der Liebe, Amoris Laetitia. Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit für diese doch eher schwierige philosophische Vorlesung und wünsche Ihnen alles, alles Gute für das neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören.